Fassen wir zum Zug in Wallenstadt. Einer der letzten, der im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden konnte. Im 2021 war es dann nicht mehr möglich wegen Covid-19. Aber wir hoffen natürlich auf das Jahr 2022. Und natürlich erinnern wir uns zurück an die riesigen Anstrengungen im Bereich Wagenbau. Neue Gruppen haben wir begleitet, natürlich nur so gut, wie wir es können. Bei neuen Gruppen sind wir immer wieder mal vorbeigegangen. Das hier ist das Lurli-Team. Der Flüger, ich hätte gewettet hätte, die kommen dort beim Braunen zu Wallenstadt. Vielleicht kennt ihr den. Der gerade beim Ortsmuseum zu ist, nicht um. Aber sie sind dann umgekommen. Es war alles wirklich cool berechnet. Ja, das Lurli-Team hier beim Umzug und jetzt sind gerade in der Beobachtung von der Arbeit. Das Lurli-Team bereits in der dritten Generation, die mitmacht. Und das ist die Gruppe Sesenga. Sesenga macht nur jedes zweite Jahr mit. Eine lustige Gruppe auch. Ihr werdet es sehen, bei der Arbeit sehr innovativ und spontan unterwegs. Und das Motto, der Donnerstagsjass, ja, das hat ja weit über Wallenstadt aus natürlich Wellen geschlagen. Fassungsumzug hier in Wallenstadt eben im Jahr 2020. Und wir jetzt einmal dabei in der Beobachtung von diesen beiden Gruppen vom Lurli-Team und von der Gruppe Sesenga. Zuerst sind wir auf Berschis zum Lurli-Team gegangen. Hast du jetzt gefunden? Was suchst du? Bohrmaschinen suchen wir. Hey, hey. Ja, könnt ihr hier eine Bohrmaschine als Frau wissen, denn, wie das geht? Ja, ja. Aber selbst ist keine Bohrmaschine. Nein, das ist Blix. Martine, wie ist denn das da? Es gibt immer eine Stefan-Antwort und du hast das Mail. Steht das bei dir? Stimmt, ich habe aber Antwort gegeben im Namen von meinem Mann. Aha. Ich bin das Bürogummi. Und du, Stefan, gerade falsch gewünscht. Du hast die Frau ja voll im Griff. Ja, sicher. Ja, ich hoffe es einmal zumindest. Ja. Ja, sicher. Du hast eine Sesspaarmaschine, die gesucht haben, die Frau gesucht hat? Nein, noch nicht. Nein. Ja, irgendwo. Liegt jetzt hier in Lemona. Die Flügerin vielleicht dort irgendwo. Ja, genau. Oder die Wagen selber nehmen. Ja, genau. Einbauen wahrscheinlich nehmen. Aber schon Wahnsinnsengagement, nicht? Ja, das ist so. Ja. Das kannst du sagen. Ja. Und weißt du, was mir bei euch auffällt? Wir haben wirklich viele Frauen dabei. Ja, das haben wir. Das haben wir, ja. Also, ja, ist eigentlich fast ausgeglichen. Ja. Hey, du hast die gleiche Sonnenbrille wie ich. Woher hast du die? Die habe ich Werbung geschenkt von Racofix. Und die musst du immer anlegen, wenn du flexst, ja? Ja, ist besser für die Augen. Gut. Aber wieso kannst du das? Ja, das ist noch schwierig. Hat immer jemand gemacht. Und Papi mitbekommen und so. Das ist noch gut. Sie möchte euch nicht nachtreten, gell? Nein, kein Problem. Aber du, bei den anderen Teams sind immer die Frauen gemalt, hä? Ja. Das ist bei euch ganz anders. Ja. Wir machen alles ein wenig. Eben, hä? Was gibt es das da? Das gibt vom Flüger, der Flügel. Aha. Und den auch dort her. Hoi, 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 hoi. Und Flügel. Aber. Habt ihr das alles selber gemacht, hier, ja. Den Flüger? Ja. Dann haben wir selber zusammen geknustet. Mit was ist denn das gemacht? Eigentlich alles aus Holz. Aha. Holz, Zimmer geschraubt, ja. Halb rund und so. Ja. Sind ihr Handwerker? Warum könnt ihr das? Ja, einfach. Die einen schon, die anderen ein bisschen weniger. Du gehst jetzt in die Höhle, du gehst ins Flugzeug, oder jetzt so? Auch, ja, sicher. Hä? In die Höhe. Oi. Pilot, entweder auf dem Traktor oder im Flüger. Hä? Der Drucker geht schon da. Also jetzt gibt es das, haben wir nachher dann da. Aber was kannst du vielleicht ist mit einem Lümpli oder mal das Eisen mal ein bisschen können? Du, eure Ehe, die funktioniert, gell? Dann sagt ihr genau, was du darfst. Ganz klar. Ich weiss immer, was ich muss und was ich darf. Das du, ich noch, wie habt ihr denn das gemacht hier? Alles mit Holz? Ja, ja. Minenkonstruktion gemacht mit dem 6er-Latte und nachher eingekleidet. Bearbeitungsplatte eingekleidet. Und es ist natürlich auch noch wichtig, denn da
dann da die Statik hast du natürlich, oder? Nicht mit nachher dann stürmt dort und nachher dann verkehrt. Oder? Das ist schon eine rechte Sache. Das kann man sich vorstellen. Und dann haben sie gesagt, auf der Kerne schauen, wird es dann auch ein Bringer rein, ja, wir haben es. Wir haben schon geredet, um nachher dort noch aufzulupfen. Du bist von Ball, also ja, du verstehst ja, also ich hoffe es, ja. Aber es ist ja gleich etwas ganz Spezielles, nicht? Ja, das ist sicher so, ja. Auf ganz die Herausforderung, so. Ja, das ist so, ja. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist eigentlich 25 Jahre haben wir geheiratet, 25 Jahre Jubiläum und wir wollen jetzt eigentlich etwas präsentieren. Etwas Schönes präsentieren und wir haben jetzt das Thema wir heben ab. Und jetzt ist das eigentlich dann auch der Clou da, zum quasi abheben mit dem Flüger. Wir heben auch Basket rein, so der Erste mit dem Basejumper. Ja, das hat genau etwas. Ja, genau, das wäre auch noch etwas. Ja, genau. Ja, sicher, ja. Ich kann jetzt hier eigentlich nur noch geschwind hier Schrauben geben und kannst noch einmal abpinseln. Also, Schuhe, sollte noch rühren, wenn es aushört. Aber dann kommt es immer schnell. Ja, aber eine andere. Aha. Das ist ein ewiges Werk. Du, ist denn da hinten? Gibt es da hinten etwas zu trinken nachher? Oder? Nein, da nicht. Das ist mehr für einen Umzug. Und ein paar Wagen haben wir dann separat noch einen, den wir auch noch aufstellen. Dann. Ein riesiges Projekt, ja? Das ist so. Wie lange das sind wir so dran? Wir haben 15. Dezember haben wir angefangen. Was? Weil? 15. Dezember haben wir angefangen. Mein Gott, nochmal. Immer am Sonntag, dann haben die immer alle Zeit. Statt die Kirche, gell? Ja. Genau. Ja, dann such die Fahrmaschine. Ja, Sina. Welche denn zum Fahrbrühen? Nein, zum Schrauben. Hoi, hoi, hoi! Bist du im Ausgang oder hast du Rückenweh? Rückenweh. Aha. Und jetzt, was suchst du? Hey, jetzt Dachlatte. Aha, okay. Zum Weitermachen. Dann wollen wir schauen, wie das läuft hier. Ja. Du, ist das deine Bohrmaschine? Nein, das ist eine andere. Die andere haben wir noch nicht gefunden, aber kommt schon nach vorne. Kommt schon nach vorne. Spätestens mit Abbrachen dann. Eben, hä? Danke. Was machst du noch mit diesen Eiern? Ich kann sie jetzt holen. Aha, ja, also damit sie noch Mittag essen können, oder für was? Nein, Spaghetti Bolognese gibt es. Hoi. Da. Mach nur auf, ich kann schauen, wenn ich koche. Ja, genau, jetzt ist 10 Uhr, fängst du nach Sport genug an, oder langt es noch? Nein, das ist schon fertig. Aha. Nicht Spaghetti kochen. Gut.
Ja, geht es zum Drucken von der Schraube? Du verdruckst ja dein Kopf fast. Die Bohrmaschine hat da innen so ein System und sonst krauset es so komisch. Ja. Jetzt zeig es noch, dann kann sie allein. Ja, sehen. Jetzt musst du da innen stehen, dann musst du hier noch eine schrauben. Hier müssen wir noch zwei drücken. Hast du noch ein paar Schrauben? Oh, da ist die Latte. Warte, ich tue das ja gut. Gut, jetzt kannst du. Jetzt musst du einfach hier drücken. Ich tue drücken, du kannst. Oder auch nicht. Gut, jetzt. Jetzt musst du mehr drücken. Du musst mehr aufdrücken. Wie aufdrücken? Das musst, Teil? Ja, aber da geht es nicht mehr. Du musst mehr aufdrücken. Aha. Hast du gesehen? Ist ja Bubi einfach, nicht? Voll! Gell, wenn sie es richtig zeigt, hätte sie es zuerst können, gell? Ja! Die Schrauben der Konstruktionen können wir immer wieder verlesen und ein anderes Jahr wieder brauchen. Aha. Ja. Wenn du sind die Schrauben farbig. Ja. Dann sind sie auf verschiedensten farbig, aber das macht ja nichts, man kann sie wieder überstreichen. Du, machen die denn jedes Jahr etwas Neues, oder was? Wir machen alle Jahre etwas Neues. Wahnsinnig. Die Barwagen sind Elementschuhe, schon ein paar Jahre schon. Und dort tun wir dann auch wieder auf einen grossen Autoanhänger aufstellen, schön fahrbar. Kommen Würte drin, mit einer Bar drin. Hat noch etwas Gelegenheit zum Sitzen noch. Und so geht es dann am Vorfasnacht und am Fasnacht Samstag und am Sonntag nach dem Umzug sind unsere Frauen da und sie können sich etwas zur Verfügung stellen. Du freust dich auf Fasnacht, hä? Ich bin seit 50 Jahren an der Fasnacht, ja. Jetzt machen wir es. Ja, jetzt. Das ist ein Ding drin. Eine Zwischenlatte. Auf was wartest du? Auf eine Zwischenlatte. Ah, hoi, 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 jetzt. Oh, du bist verletzt. Oh, jetzt. Da. Ja. Moment, du nicht da. Gib sie der Katja zum Heben, die anderen. Da. Ja, schon lange nimmt so eine Maschine. Egal. Du kannst die Platte heben und sie kannst schrauben. Jetzt musst du oben hier, du musst drauf drücken, da oben. Ja, ich kann schon mal geschrauben. Schon, gell? Nicht so lange nimmer. Wenn auch nicht schlecht. Tipptopp. Kassier. Und bist du zufrieden mit ihnen? Ja, die macht das super. Wir müssen ja schauen für einen Nachwuchs, oder? Du, ja, sind das deine Kinder? Eins davon. Und das andere? Ist von meiner Cousine. Aha. Sie sind einfach bei uns dabei und mitwirken. Und nein, von keiner. Da bist du die Chefin, zu zeigen, wie es geht. Ja, zwischen deinen Lehrmeister. Lehrmeister. Ja, ist das also eine Pistole oder eine Bohrmaschine? Eine Bohrmaschine. Aha, du hebst gerade das wie eine Pistole. Weißt du, wie das Teil hier woher kommt? Ja, danke. Es ist alles da in im Kopf hinein gespeichert. Aha. Ist das jetzt wieder ein Flügel? Ja, Flügel. Auf der
linke Seite kommt jetzt der Karri da. Und das ist ja da ja dann gerade da und da muss ja dann dort die Luft muss ja dann unter durch, respektive oben durch. Hat sie länger? Also fliegt man nachher. Ah, das Gesetz von Benulli, ja? Ja, genau. Nein, das sagst du. Genau. Hast du das Gefühl, wir bringen alles her? Ja, hoffe ich. Ist der noch so. Oder braucht ja, ja, nein. Das ist alles eigentlich drin, Vorplan rein. Ja. Wir haben ja in 4 Wochen. Ist es dann so weit ja. Umgezogen? Dann muss man fertig sein, ja. Ist noch eine bisschen nervöse Sache, gell? Ist es ein Endspurt, oder nicht? Nein, nicht einmal. Ha. Also, kommt ihr? Ja, nein, ja. Gute Leute untereinander und sie arbeiten. Sie wissen ganz genau, am 23. ist dann der Umzug. Du bist der Bauspezialist, hä? Ja, der Mauler. Der Mauler. Der Bauschuh ist schon weit, gell? Ich muss einen Roller haben. Das geht schneller. He. Jetzt hast du hier geholt. Ja, sicher. Ja. Willst du blau malen? Dann müssen wir einen Pinsel holen. Schau, da hat es einen Kessel. Jetzt musst du noch reden, anzeichnen. Und Dori. Könntest du nicht sagen, Eisen, Mädchen? Hier steht dann im Affenkäfig dort. Käfig? Ja, ich! Ich stecke den Kabel auf den Boden. Ja. Gut, malen! So. Lachen ist gesund. Nein! Oder? Hier ist Anzug. Du als Lehrmeister, bist du zufrieden mit? Tipp, top, machen wir das. Chihuahua, Rocky, komm,
Komm da, schwarze Füße. Komm da. Hoi, den kannst du nicht anmalen, gell? Ich hab gar nicht. Mal ist das erste Mal? Nein. Nein? Haben wir noch schöne Arbeit, gell? Aha. Da musst du wie ein Pinsel. Oder schau mal. Kannst du auch so? Kannst du so? Nein, Rucki. Nein! Nicht entfernen. Kannst du das noch mit Löchern probieren füllen? Sonst musst du einen Pinsel nehmen. Mhm. Ist gut. Einspannen lassen. Für was brauchst du es denn? Ich muss noch ein Loch machen da rein. Da. Flügel rein. Ich muss hier auch noch Licht machen unten. Ah! Blinke Licht her, da, Flügel. Aha. Damit man ihn sieht. Und nicht suchst du eine Maschine? He? Ja, genau. Eine Maschine zum Dagen. Einspannen und dann das Loch machen und dann eher versenken. Ah, das Blinklicht ist, damit man in der Luft sieht, dass man fliegt. Ja, genau. Ganz genau. Genau. Ganz genau. Muss ich hier noch ein Loch bohren. Flügel rein. Ah. Hat es einen 22er Eisen drin und vorne dran nicht einen Verschluss, wo ich nachher dort einen Stummel Eisen reinfahren kann, die Schrauben anziehen kann. Aha. Und das ist überlegt, ja, ja, ja. Ja, das muss überlegt sein. Ja. Auf der Straße haben wir 2,50 Meter Maximum Breite. Und breiter kannst du nicht ziehen, darfst du nicht ziehen. Darum ja. Sollte man auf solche Sachen schauen. Ja, genau. Nein, kannst du nicht mehr. Machen wir vorne dran? Ja. Was machst du? 25 Stück. Ja. Nein. 6. Gut. 6 Stück, oder? Gut. Können wir das noch rein? Jetzt müssen wir es aushalten. Ein Zirkel an. Wenn es 5 ist, kannst du nur machen mit dem Ding, Zirkel. Machen wir so wie die Sterne. Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Gut. Kann man eine Probe oder respektive ein Ding machen, einen Prototyp machen und dann kann man es noch wieder anzeichnen und dann geschwind aussagen mit der Fräse oder mit der Schnitzel. Genau, ja. Tipptopp. Ja. Das macht er nicht mehr. Jetzt langsam mit der Wasch, ich will sagen, die Filmreihe stört ja auch ein bisschen. Ja gut, das Lurli-Team auf jeden Fall eine lustige Gruppe. Wir sehen es eine Woche später nochmal, aber im Fasnachtsgesellschaft das Lurli-Team besucht. Und dann ab nach Wallenstadt zur Gruppe Sesenga. Die machen jedes zweite Jahr mit. Auch das, ganz lustige Gruppe, engagiert und auch spontan unterwegs mit dem Motto Donnerstagsass, das ja weit über Wallenstadt raus bekannt ist. Eine engagierte Gruppe Sesenga. Komm! Du bist die einzige Frau, hä? Nein, kommen später noch mehr. Thank you.
eben auch ein bisschen. Hol den anderen Stichsagen. Da rüber mit Italienisch reden. Ja, ich nicht, darum habe ich so gute Kollegen auf Italienisch. Die können das schon, die können besser als ich. Eben, ich esse nur gerne Italiener. Ja, das tue ich auch. Ja, eben, das tut fast jeder, oder? Sind ihr alles Handwerker? Weißt du, also, dass das schon nein, wir sind gemischt Handwerker und ja, es hat von allen Sparten etwas dabei. Büroängst, Handwerker und ja, Lehrer haben wir, alles eigentlich so durchmischt. Also alle die, die Pflaster auf den Finger haben, sind Lehrer? Ja, das sind die Maler. Die Lehrer sind die Maler. Und, ja. Also. Wir schauen immer so, die handwerklich begabt sind, kommen wir zuerst dran, wir machen den Rohbau machen und danach noch das feine Maul und Zeugs und Sachen. Wir machen dann eben die, die eben nicht handwerklich begabt sind. Frauen zum Schluss, Dekoration, Tanzen? Ja, die Lust haben, schon. Ja, sonst machen wir eigentlich grossen Teils alles ganz allein, von A bis Z. Und haben nicht gross Hilfe auf die Schüste, aber die Frauen sind herzlich willkommen von uns zum Mithelfen. Aber sonst ist eigentlich eine reine Männersache. Aber wir sind immer willkommen für das. Ja. Das ist in Ordnung, es geht auch ohne Frauen. Genau, genau. Das ist, sonst sind wir ja auch immer ohne Frauen unterwegs. Eigentlich, von dem her. Jetzt hat er gesagt, es geht auch ohne Frau. Nein, Frauen müssen nageln. Das ist richtig. Was machst du jetzt, ein Nageln? Ja, es ist nicht nur Männerjob. Schräger? Ja. Das ist schon ein bisschen mehr. Der lange sicher mal ein bisschen. Das ist komplett. Was hättest du von diesen Schrauben drin? Ja, von Jetzt passen, ne? Machen wir es einfach her. Ja. Ja. So wäre es eigentlich perfekt. Da. Ja, aber so geht es nicht. Okay, aber dann müssen wir es gerade, oder? So, grad. So, ja, so. Sonst können wir den Ring in der Hand. Kommst du über? Mit Schrauben? Nein. Ja, den brauchen wir. Dann können wir jetzt alle anstellen. So, hä? Das ist gut. Kannst du auch raus? Hey, wenn ich raus an, ist schon besser. Ich stehe hier oben ein bisschen. Was sind denn die da? Es hebt und es tut. Bist du sicher? Haben wir sicher? Nein, ich aber nicht. Gut. Schon nicht so weit. Ja, Alter, zählen wir mal. Also 3,28. Aber du, wie ist das als Profi hier mit den Laien? Ja, du. Das ist eine super Sache. Da haben wir etwas zu lachen am Abend, weißt du? Nach einem strengen Arbeitstag. So, Weile. Hey, aber jetzt kommst du von der anderen Seite nicht mehr her. Soll ich führen? Späck dich um. Aber ich kann ja was überhaupt. Ist das 3,28? Muss ich ein bisschen mehr rein?
Ja, ein bisschen da. Komm, das ist sicher ein Landschaft. Ich hätte es noch probieren. Nein, das ist drei Jahre. Nein, wir müssen noch ein mehr nehmen. Ich habe keinen Plan, ich muss einfach ein bisschen improvisieren und das Wort messen. Das ist ja ganz schön, die Verfassung Gesellschaft, das ganze Material, weißt du, kann man auch einen lässigen Karren bauen. Genau, ja. Was gibt es denn am Schluss eigentlich? Ja, das dürfen wir noch nicht sagen. Eben, gell? Stopp, Sigmi. Oh. Wo ist der Umzug geflogen gekommen? Da siehst du es. Ich hab noch, kannst du noch loslassen. Was ist denn das? Schaba, warte, hol rein. Los, ich hab noch schon. Können wir die auch heben? Jetzt geht's ernst. Jetzt müssen wir nageln. Was? Ja, Was ist die schöne Seite auf dieser Seite? Was ist die grusige Seite dort? Was ist die grusige Seite? Siehst du doch nachher nicht. Oh, was wegen der Mündigkeit. Muss es kehren. Mündigkeit? Hey, das ist eine neue Seite. Ja, sicher. Super.
gut. Gut, also jetzt hebe ich. Du musst halt ein bisschen springen. Vielleicht schlägst du dir auf den Finger. Meinst du? Wieso hast du dir? Nein. Aber er würde es gerne filmen. Ja, dann ist es nicht. Du bist ja Maschine. Da bist du Lehrerin. Was, Lehrerin? Du bist sicher Lehrerin. Nein. Malerin. Köchin. Aber hast du einen handwerklichen Beruf? Auch nicht? Nein. Ja. Also das sollte auch noch ein bisschen näher drücken. Da müssen wir noch ein bisschen drücken, ja? Da ein bisschen steiler. Da ist noch ein paar Grad mehr. Wo ist der da? Er ist da zu ihm. Warte, noch nicht gemacht. Warte noch. Zeig schon. Ja, wir sind drauf. Ist alles gut. Bist du wieder? Tipptopp. Hä? Machen's gut. Echt? Bis jetzt schon. Kein Tipp. Wie? Verbesserungsvorschläge, Tipp? Mehr trinken. Ah. Kommt schon gut. Aber Nico, sagen dir alle, du seist der Chef. Ja, der Kleinchef. Ja, ja, der Kleinchef. Das ist jeder ein Chef, gell? Ja, ja, wir sind alle ein bisschen Chef. Das ist ein Kollege von einem. Genau. Einer muss einfach immer die Verantwortung übernehmen, gell? Dann gehen sie immer auf den Kleinsten. Ja, du, der Messi ist ja klein, gell? Stimmt. Oder? Also, die Kleinen sind immer die Grössten. Gell? Mit der Schnorre. Ja, genau, das ist eindeutig. Du, weißt du, es fällt mir auf. Ihr redet das auch die Leute nicht mehr in Italienisch. Ja, wir haben also heute ehrlich gesagt sind noch zwei Italiener da. Aha. Ja, der Rest ist eigentlich alles plus meine Schweizer. He? Kannst du nur Italienisch? Ja, ein bisschen. Poco, poco, aber nur poco. Ja, gell, wenn du hier geboren wirst, bist worden und aufgewachsen, dann verlernt man es ein bisschen. Nein, Spass. Obwohl, man kann es noch. Genau. Und ihr seid immer ehrgeizig unterwegs, gell? Wie sich das gehört für dich? Richtig, ganz genau. Wir sind noch eine junge Gruppe, gell? Wir mögen noch. Und ja, da gehen wir.
Mit der Malergruppe? Ja. Weißt du, wie einstellen? Du musst jetzt hier sehen. Oh, jetzt. Weißt du, wie es so? Ja, es ist nicht vom Habt ihr das alles geplant? Eben, das ist genau das Spezielle am SVS-Singen. Wir haben eigentlich eine Skizze und dann hocken wir da rein. Und jeder macht und wir besprechen immer alles. Nein, wir haben keinen Plan, nicht. Das ist der SVS-Singen. Wir haben fast keine Handwerker, das sind alles Bürolisten, Vertreter, Verkäufer. Ja, genau. Aber der Karin steht immer und wir haben den Plausch und es läuft. Was ist hast du eben nur so viel daneben gesehen? Komm jetzt! So lachst du, schau, du bist auch nicht zufrieden. Mal, Tito! Die Arbeit ist delegiert und jetzt gibt es ein Bier. Frischlich, gell? Schön bist du da. Nein. 60. Machst du 2 mal 60. Gut, ja? Broli! Wo ist der Schneider? Wir haben gerade die Recken bezahlen, wieder, oder? Hä? Bisschen Recken wieder mit. Nein, die kannst du gerade. Die bringen wir gerade schon rein. Hey, schaust du das kritisch? Stimmt etwas nicht? Ja, beim Studieren, wie wir das machen könnten. Kannst du ja auch, kannst du auch die hohen Latte, weißt du, kannst du draufnageln gerade. Lange dir, kannst du das und hier rein machen? Abi. Hetze.
Du ja, ich bin der Türk. Du siehst ein Türk. Hey. Oh, sag mir lang. Aber der lange. Hey. Tschüss, Gerber!